Hallo, grüß euch. Ich mache heute eine Schokoladenroulade und die werden wir füllen mit einer Mascarpone, Sauer, Mascarpone, Sahne, Creme und Amarena-Kirschen drauf. Schmeckt super gut. Und das machen wir jetzt. Es geht relativ schnell. Ich habe jetzt da in Schnee so ein bisschen so halb aufgeschlagen, also nicht ganz fest. Und da werden wir jetzt in Zucker einrieseln lassen. Bleibt die Kamera, es ist zwar laut, aber oh, das ist wechselt es nicht. Einfach langsam, dass es sich halt ein bisschen auflösen kann. Das reicht schon. Ja, toll. Dann tun wir die Dotter verquirlen. Die fünf Dotter. Ah, ist das heiß. Ich habe gerade vom Geschirrspüler aus und der ist total heiß. Die Dotter verquirlen und die tun wir jetzt da dazu. Einrühren. Bei dem Zucker ist auch ein Esslöffel Vanillezucker dabei gewesen. Ich habe jetzt selber gemacht und der ist natürlich ein bisschen stärker als der Kaffee, also kein ruhiger Backtlein nicht dran, gell? Das tun wir jetzt unterheben, das geht immer noch nicht. Das tun wir jetzt einrühren, die Dotter. Wir machen das heute einmal umgekehrt. Ich habe die Roulade schon einmal reingetan, weil die was umgekehrt geht. Das geht nämlich ganz super. Und jetzt tun wir Kakao und das Mehl rein. 7. Das ist der Weile her. Und das tun wir eine 7. Bitte tut es eine 7, dann habt ihr keine Klumperl drinnen. Und ist einfach ein schönerer Tag, ein glatterer. Das Backerl habe ich vorgeheizt auf Ober- und Unterhitze. 220 Grad. Und das backen wir dann so 10-15 Minuten. Eine Roulade bitte kurz backen und heiß backen und nicht zu lang backen, sonst könnt ihr sie nicht mehr rollen. Manche sagen, wieso kann ich meine Roulade nicht rollen, wieso wird sie brüchig? Das liegt nur an dem, wenn man sie zu lang backt. Dann wird sie zu trocken und dann könnt ihr sie nicht mehr, dann geht es nicht mehr. Dann könnt ihr sie nicht mehr rollen, dann ist es vorbei. Also haltet sich dann an, dass sie nicht greift einmal, wenn sie noch ein bisschen nachfedert. Schaut, was das für ein super schöner Tag ist. Das geht einfach super gut, muss ich sagen. Jetzt tun wir mit dem Spatel noch schön alles auferheben, dass ja nichts unten noch weißer Schnee ist, dass sich wirklich alles schön verbindet. Ich habe jetzt da die Matte von die Rouladenmatte, die mag ich sehr gern. Kauft euch die einmal, die ist nicht so teuer. Da habt ihr immer einen schönen Rand. Und auf dem Papier wird der Rand immer ein bisschen brauner, weil er dünner ist. Und so könnt ihr es gleichmäßig aufstreichen. Ich habe es allerdings noch mit Backtrennfett eingeschmiert. Man braucht es eigentlich bei den Backformen nicht. Aber meine ist nicht mehr die jüngste und hat schon ein paar Kratzer. Und deshalb tue ich immer noch einschmieren. Dann bin ich halt auf der sicheren Seite. Der Tag ist so schon wahnsinnig gut. Jetzt hole ich mir die Spatel.
zwei. Okay. Und du das gleichmäßig schön verteilen. Und bevor es sich raus tut, richtet ihr euch ein Backpapier her. Da tut ihr euch ein bisschen an Zucker auf. Nur ein bisschen. Und da tun wir sie noch umgekehrt stürzen. Gell? Siehst du, da kann es schön in die Ecken reinfahren. Und die bleibt überall gleich. Dann tun wir es ein bisschen klopfen, dass es gleichmäßig ist, dass die Luftblasen rausgehen. Und dann habt ihr eine super schöne Roulade. Und wie gesagt, das kostet nicht die Welt. Beim Chibo gibt es manchmal sogar meine um 10 Euro. Und sind meine kosten sie so 12, 13 Euro. So, dass es auch gleichmäßig verteilt. Tun wir aus der Mitte noch ein bisschen außer. So, der Zaum. Dann klopfe ich es. Und so tun wir es jetzt in den Ofen. Und wenn ich sie auf den Ofen raus tue, bin ich wieder bei euch, weil dann rollen wir sie zusammen. Gell? Und dann, wenn sie ausgekühlt ist, machen wir noch die Creme fertig. Bis später. So, die war jetzt 13 Minuten rein. Jetzt tun wir sie raus. Vorsicht, weil das ist nämlich auch heiß. Dann drehen wir es um. Und da sie auf das Backpapier stürzen. Und jetzt müsste sie eigentlich perfekt angehen. Wenn ich es richtig gemacht habe, schaut es sensationell. Und so lasse ich sie jetzt auskühlen. Und inzwischen machen wir die Creme. Und zwar habe ich die Sahne schon geschlagen. Schreibe natürlich genau das Rezept rein. Die habe ich schon im Kühlschrank. Und da habe ich 50 Gramm weiße Schokolade, da könnt ihr auch andere nehmen, das müsst ihr nicht die Ding haben. Und die müssen wir langsam über Wasserdampf schmelzen. Und wenn das geschehen ist, nachher bin ich wieder bei. Ich lasse das jetzt einfach in Ruhe schmelzen. Und da habe ich ein Mascarpone. Und das tun wir nachher Mascarpone mit ein bisschen Zitronensaft und mit der Schokolade verrühren und dann Zucker dazu und die Sahne unterheben und ein paar Kirschen drauf und dann tun wir sie zusammenrollen und in den Kühlschrank und dann tue ich sie noch verzieren und mache ein Foto und stelle sie ins Netz. Also bis später, bis die Schokolade zergangen ist und die Roulade ausgekühlt ist. Die ist wunderbar geworden. Ich hoffe, sie lässt sich auch schön rollen. Ich glaube schon. Ja, jetzt könnt ihr sie ja zuerst einrollen, solange sie warm ist. So machen und so auskühlen lassen, dann ist es halt garantiert, dass sie nicht bricht. Also, Sie sehen, da ist es schon feucht, das ist alles von der Roulade. Und dann lassen wir sie jetzt so auskühlen. Und dann rollen wir sie auseinander und werden sie füllen. Bis später! So, jetzt machen wir die Fülle. Ich habe da drinnen einen Spritzer Zitronensaft, da braucht es nicht viel. Und in Mascarpone. Und da tun wir jetzt einen Stabzucker rein. Ich würde sagen, zwei Löffel Vertrags. Weil die Kirschen sind nämlich auch süß, das sind Amarino-Kirschen. Da tun wir jetzt das ein bisschen verrühren. Und da tun wir jetzt die Schokolade rein. Eine Spioneiseln, weil sie nicht ganz flüssig geworden ist, aber weiß niemand warum. Und die verrühren wir jetzt gut. Perfekt. Eine schöne glatte Creme. Tun wir das schön an. Ganz eine schöne. Und da tun wir jetzt die Sahne unterheben. Ich hole sie aus dem Kühlschrank.
Zuerst tun wir ein bisschen. Tun wir es ein bisschen angleichen. Und die nächste, jetzt ist es schon ein bisschen geschmeidiger und die nächste kann man nachher schön langsam unterheben. Schön hart. Natürlich für die Roulade darf es einfach nicht so weich sein, weil sonst rinnt euch das alles davon. Jetzt tun wir das nochmal mit dem Spatel. Dann schauen wir, wie es mit der Roulade ausschaut. Ich kann jetzt die Kirschen da drunter tun, das tue ich nicht, die tue sie nachher oben auf. Die Roulade ist kalt. Bitte zwei Drittel, das hintere Drittel freilassen, sonst rollt sie sich nicht oben, ohne dass auch oben der ganze Batz rausrennt. Also die ganze Creme heißt das auf Hochdeutsch. Das tun wir jetzt. Schön verstreichen. Jetzt sag, warte, ich tue das weg, nachher sieht man es besser. Und das da her. Zwei Drittel. Das hintere muss einfach frei bleiben. Weil sonst rennt euch das alles aus. Ich glaube eh schon, dass ich es fast ein bisschen zu weit habe, aber in Gottes Willen. So ist es halt manchmal. Und ich sehe, bei der Roulade habe ich keinen Abfall. Weil der Rand genauso schön ist als wir und nicht dünner und ich muss da nichts wegschmeißen. So, und jetzt haben wir die Kirschen drauf. Die Amarena-Kirschen. Schön verteilen. Die sind natürlich aus dem Glas, gell? Das ist einmal klar, weil Amarena-Kirschen, man kann sie zwar selber machen, aber. Das glaube ich muss nicht unbedingt sein. Der Geschmack ist halt, wer das mag. Es gibt Leute, die das überhaupt nicht mögen. Wir mögen es sehr gern. Gerade so viel es wollt. Und jetzt tun wir sie einrollen und ich glaube, dass ich es auch schon ein bisschen zu weit habe. Das tun wir jetzt nochmal ein bisschen zurück. Weil sonst rinnt die ganze Creme aus. Und jetzt rollen wir das. Sechs da ist schon ganz knapp mit ausrollen. Jetzt tun wir es da zu. Fest. Und so kriegt ihr jetzt den Kühlschrank. Und da lassen wir sie jetzt richtig durchquellen. Ich tue sie nachher noch schön dekorieren und stelle es ins Netz, mache ein Foto, schreibe euch das genaue Rezept drunter. Es ist relativ schnell gemacht, macht sie nach, könnt ihr nicht viel falsch machen. Das Rezept ist ganz, ganz super. Mit dem Eiweiß zerschlagen und dann die Dotter rein ist viel einfacher als das andere. Und ich habe gesehen, es bricht überhaupt nichts. Also, traut euch drüber, macht es nach, ich freue mich. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen.